Van hout bakken we mol buksemannersche. Wat brauchen wir dafür? Mal 500 Gramm Mehl, 20 Gramm Hef, 2 Esslöffeln Zucker, 1 Liter Wotlisch Milch, 10 Gramm Salz, 1 bis 2 Eier und hier nun ein bisschen geschmolzene Butter. Für den, die das gerne hört, auch ein paar Korinthen. Für dich geht es für dich gemacht. Mehl, Zucker und Vanillezucker an eine Schüssel schütten und dann damit einen kleinen Kohl lassen. Du schütten mir den Vierdeich dann dran. Der besteht aus Wotlisch Milch und der mit Hefe gebrickelt und mit Zucker abgerührt tun. Wir lassen alles mit einem Küchentuch bedeckt 20 Minuten ruhen, entweder am Schafsche bei 35 Grad oder auf einem warmen Platz. Noch ein E und Salz dabei schütten. Und da schütten wir noch das geschmolzene Butter dabei und da wird alles gut gemixt. Wird alles gut geknirrt. An den Deich muss lo 50 Minuten ruhen. Es kann ein Männerscher matt oder ohne Korinthen dran machen. Männerscher Formen auf hier und backen nochmal 20 Minuten abgehen lassen. Und dann mal eine Viertelstunde bei 180 Grad backen. Für sie blinkig zu kriegen, in E abklappen, Männer schon mit einem Backpinsel bestreichen und nochmal 15 Minuten backen. Wird das schon gut riecht. Guten Appetit! Wünschen euch all ganz schön Feierdeich!